Ganz grundsätzlich sollten Vegetarierinnen sich über die Inhaltsstoffe dessen, was sie essen, natürlich im Klaren sein und auch in ihrem nicht schwangeren Alltag sehr genau wissen, was sie zu sich nehmen müssen, um ausreichend versorgt zu sein. In der Schwangerschaft muss man noch mehr darauf achten und es wird so, wie wir Nichtschwangeren Nahrungsergänzungsmittel empfehlen, um Vitaminbedarf und so weiter zu decken, so wird auch die Vegetarierin natürlich zusätzlich etwas einnehmen müssen, um ihren Vitaminbedarf zu decken. Die Schwangerschaft stellt eine Phase dar, in der die Frauen einen erhöhten Eisenbedarf haben. Vegetarierinnen müssen noch stärker darauf achten, ausreichend Eisen zu sich zu nehmen. Es gibt bestimmte Gemüsesorten, die verstärkt Eisen enthalten. Aber so wie eine Schwangere, die sich normal ernährt, in vielen Fällen ein Eisenpräparat dazu einnimmt in der Schwangerschaft, so werden das viele Vegetarierinnen auch machen müssen. Das ist bei der vegetarischen Ernährung etwas schwierig. Normalerweise nehme ich viel Omega-3-Fettsäuren über Fisch, Seefisch, kalten Seefisch auf. Ich kann das zwar ergänzen durch Öle, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, das reicht aber nicht aus. Deswegen empfiehlt die DGE auch hier, das Ganze zu ergänzen über Supplemente, also über Zufuhr von Tabletten, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Kartoffel-Gemüse-Auflauf ist es immer noch.